Ich begrüße euch, meine Lieben, zu einem neuen Video auf den Nachdenkseiten mit dem Titel Muttertag, Nazitag? Fragezeichen. Ich wünsche euch viel Vergnügen, bleibt dran. Wie viele Mütter schauen heute zu? Wow, das wüsste ich gern. Lo più importante della vita è la mamma. L'amore della mamma, sagen die Italiener. Die Mama ist das Alpha und das Omega im Leben eines jeden Menschen. Natürlich nicht nur positiv. Der Satz, du bist wie deine Mutter, kann eine monatelange Ehekrise auslösen. Und da können sie dann nur mehr kontern, und du bist wie mein Sohn. Mamas sind ja auch Kontrollmonster, Dominas oder Jammerlappen, böse Königinnen, Supergluten. Und Mutterliebe ist oft leider so, wie wenn sich ein riesiges Huhn auf ein Küken setzt, weil es nicht gecheckt hat, dass das kein Ei mehr ist. Ich habe ja rumgefragt, gell? Aber ich habe von den Männern keine vernünftigen Antworten bekommen. Meine Mama, das ist halt meine Mama. So wie ein Neutrum, nicht? Das Mutti. Oder meine Mutter. Oh Gott, da hören wir bloß auf mit meiner Mutter. Nee, du, geh mir doch. Keiner hat gesagt, meine Mama ist toll. Aber Freunde, gibt es etwas Existenzielleres als die Mutterliebe? Schon das Wort Mama. Welche Gefühle löst das aus? Es gibt nur eine Mutter, eine Mama. Auch wenn sie nervt wie Sau. So, jetzt der Muttertag. Nicht? Frage, ist das Liebe oder kann der weg? Ist er nur mehr lästig und nur Mon Cherie will ihn behalten? Ist der Muttertag ein total überholtes Relikt aus der Nazizeit? Die deutsche Mutter schminkt sich nicht. Oder wer hat den Muttertag eigentlich eingeführt? Ich frage alle deutschen und nicht deutschen Söhne und Töchter und alle Non-Binären, die LGBTIQ-Plus-Community und so weiter, ist der Muttertag überholt? In Deutschland wurde der Muttertag 1922 bereits vom Verband der, das erraten Sie nie, vom Verband der deutschen Blumengeschäftsinhaber etabliert. Ja, das, versteht man nicht? Mit, so mit Plakaten, ehret die Mutter in den Schaufenstern nicht. Das ist ein tolles Geschäftsmodell mit Plakaten und der wurde als Tag der Blumenwünsche gefeiert. Das war sehr schlau von den Blumenhändlern und das macht ja für die auch Sinn. Und es war auch betont unpolitisch übrigens, ne? Politisch wurde der Muttertag dann später in der Zeit des Nationalsozialismus. Und da waren kinderreiche Mütter Volksheldinnen und sollten den arischen Nachwuchs fördern. 1933 wurde der Muttertag zum öffentlichen Feiertag erklärt. 1938 wurde das Ehrenkreuz der deutschen Mutter eingeführt. Zum Muttertag am 21. Mai 1939 erstmals verliehen. Ein Journalist schrieb im Mai 2005 in der linken Taz unter dem Titel Ungemütlicher Tag, schrieb er, die Nazis wollten Frauen als Gebärmaschinen, die Mutter war eine Heilige im völkischen Wahn, geehrt zum Muttertag. Warum wird er heute noch gefeiert, allem Feminismus zum Trotz? Gut, so eine Frage darf er stellen, aber nicht mit einer dermaßen beschränkten Sicht, gell? Historisch meine ich, weil unser Muttertag kommt nämlich ganz woanders her. La, 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 la. Und zwar kommt er aus der Zeit der Frauenbewegung in den USA. Jawohl! Julia Ward Howe, die Dichterin und Frauenrechtlerin, die hat schon 1870 hat die einen Muttertag des Friedens gefordert, angesichts von dem Krieg und der Sklaverei. Und diese Idee hat dann viel später die Feministin Anna Jarvis aufgegriffen, Jahrzehnte später. Und die ließ, ach das war so schön, die ließ dann 500 weiße Nelken als Ausdruck ihrer Liebe zu ihrer verstorbenen Mutter vor der örtlichen Kirche an andere Mütter verteilen. Ach, das ist doch schön, oder? Das möchte ich auch. Aber zu Lebzeiten, nicht erst wenn ich gestorben bin, da habe ich ja nichts mehr davon. Jetzt will ich sowas, jetzt! Nicht nur für Frau Merkel soll es rote Rosen regnen. Für die eh nicht. Nein, 500 weiße Nelken. Ach, wie schön. Also,
Diese Anna Jarvis aus den USA gilt also als die Begründerin. Am 12. Mai 1907, lange also vor den Nazis, hat sie ein Memorial Mother's Day Meeting veranstaltet und eine Initiative gestartet. Und das hat sie hauptberuflich übrigens gemacht, nicht? Dann war sie diesem Ziel hinterher und hat nur mehr das verfolgt, für die Einführung eines offiziellen Feiertags zu Ehren der Mamas, und hat unzählige Briefe verschickt, nicht? Sie hat nicht aufgegeben an Politiker, an Geschäftsleute, an Geistliche und Frauenvereine. Und tatsächlich hatte sie Erfolg. Die Bewegung wuchs sehr schnell an und bereits 2 Jahre später wurde der Muttertag schon in 45 Staaten der USA gefeiert. Und am 8. Mai 1914 erließ der US-Kongress die Joint Resolution Designating the Second Sunday in May as Mother's Day. Als Zeichen der Liebe und Verehrung der Mutter sollte der zweite Sonntag im Mai als Muttertag gefeiert werden. Und der Präsident der Vereinigten Staaten solle an diesem Sonntag die öffentlichen Gebäude beflaggen lassen. Ach, sowas. Ich meine, das hätte ja verrauchen auch können, nicht wie so viele Resolutionen und Petitionen, nicht? Aber nein, Präsident Woodrow Wilson hat tatsächlich diesem Willen des Kongresses Folge geleistet. Und wahrscheinlich, weil er sich heimlich gedacht hat, ja, da mögen mich auch die Frauen recht gern und die beeinflussen dann ihre Männer, so irgend sowas. Nicht? Auf jeden Fall wurde der Muttertag 1914, ausgerechnet 1914, im Jahr des Beginns des Ersten Weltkriegs, nicht, hätte man sich ein schöneres Datum denken können. Also auf jeden Fall wurde er da in den USA zum ersten Mal als nationaler Feiertag begangen. So, also, wenn Ihnen jetzt jemand erzählt, den hat der Hitler erfunden, den Muttertag, das stimmt nicht, das ist falsch. Ja, ich meine, an altes Denkmal als normales erwachsenes Kind natürlich nicht. Als Kleinkind eh nicht und als Mutter schon gar nicht. Wie heißt es dann immer so schön bei den Pubertierenden? Ach, also ich finde es doof, wenn man da genau an dem Tag so quasi zwangsrekrutiert wird, so krass Mutterliebe zu heucheln. Hä? Entschuldige, wieso heucheln? Liebst du deine Mutter gar nicht? Ja, doch, aber eben nicht so auf Befehl. Sir, ja, Sir. Das ist irgendwie peinlich. Ja, genau. Ah, oh Gott. Und wenn Sie Ihre Kids fragen, kannst du mal bitte die Limo holen? Kannst du mal bitte den Tisch abräumen? Kannst du bitte dein Zimmer abräumen? Oder die Post holen? Also wenn Sie solche Antworten bekommen, dann wissen Sie, Ihr Kind ist vollkommen gesund und entwickelt sich prächtig. Ja, okay. Und dann habe ich gegengefragt, okay, und wann zeigst du deiner Mutter dann deine Liebe? Freiwillig? Also nicht auf Befehl, sondern so unterm Jahr mit Blumengeschenken und so. Was? Ich höre nichts. Hä? Ja, nie eben. Also, da wär's doch wenigstens einmal im Jahr am Muttertag gehen, hä? Mein Gott. Was wünscht man sich als Mutter? Man möchte geliebt werden, man möchte geehrt werden, man möchte überrascht werden, obwohl man es gleichzeitig erwartet. Ja, ich weiß, das ist die Quadratur des Kreises. Und man weiß natürlich auch, es ist kommerzielle Geschäftemacherei mit den Blumen und dem Schokogedöns und den Lobhudelkarten, Mutti ist die Beste und so. Klar ist das bescheuert. Einerseits, aber andererseits, wehe, wenn nicht, nee, dann ist man stockbeleidigt und gekränkt, wenn nichts kommt. Oder wenn man womöglich nicht mal angerufen wird. Oh, Mom, sorry, du. Oh, habe ich vergessen. Sorry, war so stressig irgendwie, bin nicht zum Chillen gekommen, ja. Dann ist ganz aus. Vor allen Dingen, man hat doch gar keine Wahl als Mutter. Man muss weiterleben. Eine Mutter kann gar nicht anders. Meistens. Also, was tun? Was tun? Was sollen Kinder tun? Töchter, Söhne, Schwule, Lesben, LGBTIQ+, ich bin immer so froh, wenn ich es gut rausbringe, Community, non-binäre Zwischenwesen wie der Dings da, der
Schweizer ESC, Mode, Albtraum, Nemo mit Federjacke, rosa Rock und bunten Pantöffelchen. Also Kinders, diesen Aufzug hätte ich nicht mal Céline Dion verziehen. Egal, alle, was sollen sie denn tun? Mein Gott, ist es so schwer, sich ein bisschen was einfallen lassen, ein bisschen originell sein, Ideen nicht nur fürs eigene Start-up kreieren oder daddeln oder zocken oder sich dafür einsetzen, dass alle Leute woke sein müssen. Nein, sondern eben genau für diese gebärende Person, die es verdammt nochmal ermöglicht hat, dass der Schratz überhaupt sein Start-up machen kann, den sie mit unermüdlichem Einsatz großgezogen hat, oft mit Opfern und Selbstverleugnung. Das ist nicht immer lustig. Kann ich euch sagen, du. Also, ja, hättest du mich halt nicht gemacht? Hättest du mich halt nicht gemacht, hat neulich einer gesagt. Also, da denke ich mir, watschen kannst du haben, du. So eine höhnische, abfällige, blöde Bemerkung. Pfui! Habe ich aber auch schon mal so ähnlich zu meiner Mutter gesagt. Und die hat aber immer gekontert, die war schlau. Die hat gesagt, nein, nein, esoterisch ist das so, Kinder suchen sich ihre Eltern schon vor der Zeugung aus. Die wissen genau, wo sie hineingeboren werden wollten. Aus spiritueller Sicht, da kannst du gar nicht mehr argumentieren dagegen. Und mal ehrlich, die Älteren unter uns, die wissen es doch. Oft kapiert man es erst Jahrzehnte später und manchmal erst posthum nach Muttis Ableben, wie recht sie hatte, was sie alles wirklich gut gemacht hat, was für kluge Tipps sie gegeben hat, die man als arroganter, pubertierender, besserwisser oder Dreikäsehoch ignoriert und in den Wind gehustet hat. Also Bullshit, mein Muttertag, Bullshit. Ich verdanke meiner Mutter fast alles. Fast alles, was ich heute bin. Und es tut mir echt leid, dass ich das viel zu lange nicht begriffen habe. Ich habe es nicht gecheckt. Und deswegen mag ich den Muttertag jetzt auch. Jetzt natürlich andersrum. Nicht, jetzt bin ja ich die Mutter. Und früher, ja, ich gebe es ja zu, ungern. Da war er mir auch oft lästig. Servus.